Oh, vor das Licht noch anmachen. Und ist das da ein 11? Erstmal hoch rein. So. Zera, wurdest du hier nicht geschaffen? Schau, sie führen eine Art Ritual durch. Sie haben jemanden in der Mitte des Raumes. Ich wurde hier geschaffen. Es ist offensichtlich, dass die untoten Zauberer diesen Raum für ihr Ritual benutzen. Die scheint eine Art Hinrichtung zu sein. Mal sehen, ob wir lauschen können, ohne entdeckt zu werden. Warum? Warum bringen wir dich einfach um? Oh. Unser Held ist ganz schön makaber. Warum guckt er da jetzt zu? Mal schauen. Gurgosha Hanakon, Sumul Komosch Koppisch Bla. Was sagt er? Sie opfern die Kreatur, um seine Seele Hanakon anzubieten. Zack. Ach, er schon wieder. Gerosh Modak, Horesh Faramok Bok Hanakon. Nack. Was? Bla. Hey Zera, übersetzt mal. Sie verlangen von der Seele des Geopferten, unserem Lord zu dienen. Aber die Seele lehnt ab. Die Zauberer sagen ihm, dass er bald seine Meinung ändern wird. Hey, sieht aus wie der Geist aus dem Raum mit den vielen Fallen. Ich glaube nicht, dass er seine Meinung ändern wird. Er scheint ein guter Typ zu sein. So, können wir jetzt endlich töten. Ups. Bla. Bla. Verdammt, er hat den Geist in einen Schatten verwandelt, wie du einer bist. Das kann nicht sein. Ich wurde nicht erschaffen, ich wurde umgewandelt. Haha, Zera war mal sterblich. Und weg. Heißt, wir können jetzt irgendwie Zera vielleicht umpolen, dass er wieder eine normale Seele wird. Das wäre auch interessant. Aber eigentlich wollte ich die jetzt alle töten. Hier kann ich nichts machen. Schade. Okay. Es kann nicht sein. Meine Existenz ist ein Schwindel. Ja, du wurdest adoptiert. Deine Eltern waren nur nicht die, an die du dachtest. Die Wahrheit meiner Existenz wurde mir verheimlicht. Siehst du? Am Ende hatte ich recht. Was für ein Arschloch. Von was redest du? In Wahrheit gab es einen Papa, der die Mama schraubte. Und sie kopulierten wie schmutzige Tiere, um dir das Leben zu verhelfen. Schweig! Ja, ich kann es mir vorstellen. Du bist vielleicht ein Elf? Papa Elf vögelte Mama Elf. Ja, ja, ja. Sie schreit vor Lust und dann flupp, die Befreiung. Jesus, ich werde schon ganz spitz dabei. Oh, feier. Wir spielen echt einen sehr komischen Typen. Nein, stoppe diese Folter. Folter? Das ist nur der Anfang. Ich werde lachen und... Wie war das? Ach ja, das Echo meines Gelächters wird in der ganzen Burg zu hören sein. Hat definitiv seine Freude dran, zu foltern. Oh Mann. Okay, wo sind jetzt die ganzen Zauberer hin? Ich würde die gerne alle umbringen. Oh. Ja. So. Oh, warum schräg schießen, der Dover? Genau. So, dich haben wir angezündet. Dich noch anzünden. So. Kein Secret. Kein Secret. Pass auf, der Zauberer könnte in der Nähe sein. Na, du sorgst dich um mich. Natürlich nicht. Wirklich? Du sorgst dich um mich. Falsch, nur werde ich wohl als Gelächter gelten. Wenn sie mich fangen, werden sie meine Essenz für immer zerstören. Das kann ich nicht erlauben. Schau, sie wollen auch mich töten. So sind wir nun beide im selben Boot. Wir sind wie Butch Cassidy und Sundance Kid. Oder Selma und Lise. Genau. Was soll ich tun? Soll ich hinaufgehen oder soll ich hinuntergehen? Ich kenne diesen Bereich nicht, hier war ich noch nie. Dann gehe ich hoch. Was hoch geht, kommt auch wieder runter. Was? Nö. So schon mal gar nicht. Wenn mir jemand was sagt, was ich machen soll, dann mache ich das garantiert nicht. Blutfluss. Oh. Okay.
Oh, um mit dem Hammer auf einen. Um mit einem Schwert auf ein Blutding einzuschlagen. Ist auch nicht so gut. Ich hätte oben lang gehen sollen, hm? Mach ich jetzt? Einmal heilen. Und einfach durchlaufen, hm? Oder hinterherlaufen. Könnten versuchen, die zu verbrennen. Einmal testweise. Oh, das klappt. Oh. Ich bin schon gespannt, was sie so droppen. Wahrscheinlich rote Essenz ganz viel, aber... Komm schon. Nix. Da habe ich auch nichts blinken hören. Ah ja, komisch. Okay. Hops, hops, F1. Fünf. Eins, 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 eins. Droppt mir echt gar nichts. Das ist doch pures Leben quasi. Also ja, Rot war nicht Leben, Rot war feuerartig. Das Ding ist rot. Und alles, was bisher rot war, hat was Rotes gedroppt. Und schon haben wir keine Feueressenzen mehr. Heiß? Heiß geht auch. Und damit haben wir unseren eigenen Brand gelöscht. Was jetzt nicht so sinnvoll ist. Hammer? Warum kann ich den eingefrorenen... Ah. Das geht ganz schön lang. Ja, dich ignorieren wir einfach. Die vier Schadenspunkte sind nicht so wirklich die Welt. Genau, was soll's. Alter Schwede, Karte nicht verfügbar. Es werden auch dezent mehr. Oh, okay. Jo. Obwohl, warte mal. Kurz gucken, ob da ein Ziegel ist. Nee. Das war mir vier Schadenspunkte wert. So. Oh. Noch besser. Klick. Ich würde gerne da oben zu dem Gate hin. Dann können wir da nämlich das freischalten, können uns zurück teleportieren, heilen, abspeichern und dann oben durch dieses komische Portal durch. So. Shift 1. Speichern. Jo. Und ich hole den Drachen raus. Was soll's. Jetzt kommen hier hoffentlich keine Skelette mehr, sondern eher mehr diese Blutdingsenbumsen. Unten oder oben? Ich glaube, unten war das neue. Genau. So, wir sind jetzt ganz unten links. Eigentlich würde ich ja schon ganz gerne zurück. Oh. Zurück zu diesem Portal. So viel zu, es kommen keine Skelette mehr. So. Also ja, ich würde gerne zurück zum Portal. Aber wo wir schon mal hier unten sind, decke ich diese Karte hier noch kurz auf. Und dann gehen wir dahin. Fehlt noch was? Irgendwo fehlt dir was. Und ich sehe. Ah, doch, da ist eine Leiter. Aber da. Moment mal. Genau, die haben wir gesehen. Sehr schön. Also. Wie kommen wir da jetzt hin? Hier lang, okay. Hey, Zera, ein anderes Portal. Eine Idee, wo es hinführen mag? Dieses Tür führt. In die Unterwelt, Heim von Sux Mortis, Wächter des sechsten Schlüssels. Oh, sehr schön, Bosskampf. Zack. Das ging schnell. Bevor du Sux Mortis gegenübertrittst, solltest du wissen, dass deine Sensen sehr schlagkräftig sind. Dass deine Sensen sehr schlagkräftig sind. Trag die beste Rüstung, die du hast und versuche ihn auszuweichen. Hat er irgendwelche Schwachstellen? Angriffe mit Licht sind sein Fluch. Mehr noch, eine gute Axt oder Hammer sollten seinen skelettartigen Körper unter den Lumpen bersten lassen. Wenn du denkst, dass du in Schwierigkeiten, teleportiere dich zurück zum Burg. Ja, keine Bange. Okay, dieser Blitz gegen Untote.
C, nein. Zauber. Spruch des Lichtbolzens. Schnellleiste 5. Gute. Der schießt schon hoch. Komm schon. Ich. Boah. Okay. Au, 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 au. Die Dinger sind tierisch langsam. Wow. Das ist jetzt nicht so nett. Wieso mit den ausweichen? Oh, warte mal, man kann das abpassen. Ja, so ungefähr. Komm schon, triff endlich mal. Wow. Okay, du kannst nicht hochschießen. Da war was. Aber so kriegen wir die Geister, die göttliche Essenz wieder. So, Heilung. Heilung. Du. Genau, du bleibst da stehen. Au. Wo kommt das denn her? Also ja, ist definitiv machbar, zumal wir die ganzen Sensen haben für die Heilung. Ist nur ein bisschen zeitaufwendig. So, wo bist du? Da bist du. Jetzt fliegst du nochmal rüber, genau. Zack. Zack. Ich glaube, es ist fast schneller, ihn einfach zu hauen, als statt immer drauf zu zaubern. Und er ist schon bei 60% rum. Aber der kommt bestimmt gleich mit irgendeinem neuen Trick an. Genau. Ich sollte lieber auf ihn hauen. Zack, zack, zack. Wie viele Bolzen habe ich noch? 92. Heilung. Ah. Und 20% und gleich kaputt. Ja, definitiv nicht sehr schwierig. Zumal man ja quasi vorher gezwungen war, die Untoten umzubringen, um die ganze göttliche Essenz zu sammeln. Also, nee. So, und wenn ich irgendwas Neues kommt, bist du jetzt tot. Und zwar jetzt. Bye bye. Heilung. Das wäre jetzt peinlich, wenn die runterfallenden Sensen mich getötet hätten. So, mit Laboratorien. Und raus hier. Oh, wo geht's raus hier? Achso, teleportieren. Hm? Jo, dann ab nach Hause. Speichern. Und in der nächsten Folge gucken wir uns mal die Laboratorien an. Also, bis gleich.